herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal spuren.club und natürlich zum neuen Thema, heute WLAN-Maus-Update. Bevor wir mit dem Update beginnen, müssen wir natürlich erstmal eine Software runterladen. Und dazu müssen wir ja auf die Webseite z21.eu gehen und dort die entsprechende Software downloaden. Das machen wir mal jetzt. Einen Moment. Und da ist schon die Webseite. So, wir gehen wie folgt. Erst auf Downloads und dann das Untermenü Software Tools. Und da mit linke Maus das draufklicken, dann erscheint natürlich auch sofort nächstes Bild. Wir haben letztens hier die Software runtergeladen, um die Z21 abzudaten. Heute machen wir WLAN-Maus weiter und hier ist die neueste Software von der WLAN-Maus Z21. So, wie immer könnt ihr hier unten nachlesen, was korrigiert worden ist und welche neuen Features dazugekommen sind. Ja, und hier ganz unten noch sind die vorherigen Updates oder Software. Ja, je nachdem, welche Maus oder wann ihr gekauft habt, habt ihr dann dementsprechend alte Software drauf. So, das werde ich euch gleich zeigen, wie man die Software-Version abfragt und dann dementsprechend hier aussucht. So, aber bevor wir das tun, lade ich mir erstmal den Tool runter. So, wir haben jetzt die Software runtergeladen, die ist hier unten zu sehen. Und ja, wir öffnen den Ordner. So, da haben wir den. Und wie schon letztens mal hier bei WLAN-Maus, gibt es auch hier so einen Ordner mit Reißverschluss. Diesen können wir jetzt so nicht aufmachen, nicht installieren. Wir müssen es erstmal entpacken oder extrahieren. Und das machen wir jetzt auch zugleich. Und ja, wir markieren uns die Software. Dann mit linker Maustaste, dann mit rechter Maustaste auf das Icon draufklicken. Alle extrahieren. Mit der linken Maustaste auswählen. Dann öffnet sich hier natürlich noch ein Fenster auf. Und hier drin steht die Software, wo es installiert wird. Ich mache mir direkt das einfach und installiere es in meinen Ordner, wo es hingehört. Da zum Beispiel Z21 Zentrale. Bestätige dieses und dann sage ich einfach extrahieren. So. Alle Daten im Ziel ersetzen. Achso, ich habe schon mal gemacht. Okay. Und ja, so voll sieht mein Ordner aus. Ja, so die neue Software ist natürlich hier drauf. Ne? Man sieht es hier an dem Icon. Und das brauchen wir jetzt hier nicht anzuklicken. Wir gehen jetzt rüber zu der Maus und starten auch die Software Z21 Maintenance. So, der nächste Schritt ist natürlich, wir müssen oben auf Menü gehen, Optionen mit der linken Maustaste da drauf klicken. Dann haben wir hier die Sprache und die Skins. Und hier drunter direkt unseres Tool, was wir brauchen, um die Software abzudaten. Wir klicken hier drauf einfach mit der linken Maustaste und dieses Tool wird natürlich gestartet. So, das ist die Software, welches wir eben runtergeladen haben von der Webseite. Damit können wir unsere WLAN updaten. Hier sind zwei Icons, die später, wenn wir verbunden sind, aktualisiert sind. Sprich, die werden dunkelschwarz. Und als erstes müssen wir WLAN-Maus aktualisieren und danach unsere Funkmodul.
Hier rechts davon stehen immer die aktuellen Firmware-Versionen. So, jetzt schalten wir natürlich unsere WLAN-Maus, damit sie auch wieder gefunden wird. Und das geht natürlich hier mit dem Lichtfunktion. Einfach draufklicken und die Maus ist an. So, sie sucht unser Netzwerk. So, ja, ich habe die Z21 eingeschaltet, aber nicht verbunden. Aber man sieht, hier ist sie natürlich im Display zu finden. So, als nächstes drücken wir hier auf Suchen und gucken, ob wir unsere WLAN-Maus finden. So, die WLAN-Maus hat kurz weggeblendet und hat uns hier die IP-Nummer durchgegeben, 115. Sie wird auch hier direkt im Display angezeigt. So, dann verbinden wir unsere WLAN-Maus und als nächsten Schritt müssen wir hier auf Aktualisieren klicken. Und es geht los. So, bei der WLAN-Maus wird einfach ein Display Update angezeigt und wir sehen hier auf dem Monitor, es tut sich was. Schreibe neue Firmware. Warten, bis der Balken voll ist. Und auf der WLAN-Maus wird immer noch angezeigt. Fehler rekalibrieren. Menü. Okay. So, die Software hat uns hier eine Meldung gegeben. Fahrregler kalibrieren. Das heißt, wir müssen jetzt alles neu machen. Zurücksetzen, kalibrieren. Okay. So, das wird natürlich im anderen Video gezeigt, wie es geht. So, hiermit ist natürlich unsere WLAN-Maus. Firmware aktualisiert. Jetzt müssen wir natürlich unsere Funkmodul aktualisieren und das geht hiermit. So. Und es passiert das gleiche wie eben. Im Display der WLAN-Maus steht Update mit einem Schlüssel darüber, also Schraubenschlüssel, und hier wird der Flash-Speicher natürlich neu beschrieben. Hier dauert es etwas länger. Und ich gehe davon aus, dass wir auch hier wieder alles neu einstellen müssen, da die Firmware neu aufgespielt worden ist. So, WLAN muss einschalten, um den so hier die Meldung, also beende WLAN-Maus. Das Programm hat die WLAN-Maus jetzt ausgeschaltet und wir haben hier eine Meldung: WLAN-Maus einschalten, um den internen Funkmodul Aktualisierungsvorgang zu starten. Okay. So, dann machen wir das auch. Wieder einschalten. Und wir sehen hier Prozentzahlen hochlaufen bis 100. Und
die WLAN-Maus verbindet sich wieder neu. Jawohl. So, fertig. So, damit sind wir jetzt durch. So, wir können das Programm hier natürlich jetzt erstmal die WLAN trennen und schließen. Da sind wir auf der sicheren Seite, sage ich mal. So, jetzt schauen wir mal, ob unsere Software-Aktualisierung geklappt hat. Und wie gehen wir jetzt hin? Wir gehen hier ins Menü mit Shift-Taste im Menü und Einstellungen. Okay. Und dann suchen wir das Menü Infos. Okay. Und das ist hier als erstes direkt WLAN-Maus Version. Drücken OK. Und voilà, wir haben hier mittlerweile Version 1.08. Davor war es 04, weil es ein bisschen älter ist. So, wir gehen mal zurück und fragen nach dem WLAN-Version. Na, sagt er mal doch Mausversion. Ja, richtig, WLAN. Also das ist jetzt hier der Funkmodul. Auch hier haben wir neue Version 1.05. So. Dann haben wir noch hier die Sprache. Schau mal da. Und wir haben auch hier neue Version 1.12. Ja, das war's dann auch alles. Und wenn wir schon dabei sind, wir schauen mal, wie stark unser Akku ist. Und der ist bei 3,48. Ja, schwankt schon mal. Ja. Gut, das war's dann auch. Ja, Freunde, das ist alles gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte schön ein Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu Aktualisierung, dann lasst mich wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden neuen Abonnenten. So. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.